willkommen. Schön, dass Sie da sind. Das mit dem Fernsehjournalisten ist ja dann in letzter Zeit auch so ein bisschen zu Ende gegangen, habe ich gehört. Wie haben Sie es denn erlebt, so die letzte Sendung? Wie geht man aus so einem langen und intensiven Berufsarbeits- und Journalistenleben heraus? Ja, lieber Gerhard Müller, es waren 44 Jahre Journalismus und ich habe ja bei Maischberger, bei Ihrer letzten Sendung zum Jahresende, war ja Ihre letzte Frage dann mehr ungläubig, mit 65 aufzuhören, Punkt, Punkt, Punkt. Da sage ich, das war das Beste, was mir geschehen konnte, dass ich bereits vor 3 Jahren für mich innerlich und dann auch meiner Redaktion gesagt habe, mit 65 ist Schluss. Ich habe meine letzte Sendung gemacht und habe mir dann bewusst 2 Gäste eingeladen, die mir ganz wichtig waren, auch von ihrer Aussage und ihrer Botschaft. Einmal der in Stuttgart ja nicht ganz unbekannte Fußballer Kakao und die Sängerin Florence Job. Es war eine Sendung, wo ich nachher natürlich im Internet lesen musste, das war evangelikaler Fundamentalismus und das war Evangelisation, was auch alles. Genau das wollte ich. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel 3-mal am Tag auf seine Knie, betete und lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen, fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Dann schwärzten sie ihn an bei dem König. Und der König kann gar nicht anders, als seinem eigenen Gesetz Folge zu leisten und wirft ihn, und die Geschichte kennen wir alle, in die Löwengrube. Daniel in der Löwengrube. Das Entscheidende bei dieser Geschichte, das Entscheidende bei allem, was auch unser Leben betrifft, ist, auf das Ende kommt es an. Auf das Ziel kommt es an. Wer behält das letzte Wort? Und wer das letzte Wort behält, dem kann ich mich anvertrauen. Wir alle wissen ja, wie die Geschichte ausgegangen ist. Daniel in der Tat in der Löwengrube. Dem König wurde da erst klar, welche Intrige er aufgesessen war. Und er hat nachts gefastet und war aufgeregt und konnte nicht schlafen, steht ausdrücklich in der Bibel drin, weil er hoffte, Daniel würde nichts passieren. Aber er war mitten in einer Grube voller Löwen. Und am nächsten Morgen geht er hin, stellt sich an die Grube und ruft fast zaghaft und flehentlich: Daniel, Daniel. Und Daniel lebt. Gott hat das letzte Wort gesprochen. Machenschaften und Verleumdung, Verfolgung. Wer hat das letzte Wort? Und ich sage euch, das, was wir gerade erleben, das Mobbing an den Schulen, an den Universitäten, dass wir als Christen nicht mehr wie auf dem Sofa der Ewigkeit entgegengehen oder mit dem Schlafwagen, sondern dass wir erstmals ansatzweise erleben müssen, auch in Deutschland, dass Glaube etwas kostet. Dass Glaube keine Billigware ist. Dass wir nicht mehr so ungeschoren da wegkommen. Es wird immer schwieriger, Missionen zu machen. Irgendwann werden wir garantiert keine Säle mehr kriegen, keine öffentlichen. Weil man in Ruhe gelassen werden will, weil das der Toleranz widerspricht. Dass da Christen auftreten und sagen, unser Herr ist die Wahrheit und sein Wort ist die Wahrheit. Von Wahrheit darf man nicht mehr reden, da ist man intolerant. Und das Schlimmste ist die intolerante Toleranz. Diejenigen, die das Wort Toleranz ganz groß vor sich hertragen und in Wirklichkeit intolerant sind. Und der Marxist, man muss ja immer mal in die Geschichte gucken, und diejenigen,
auch mit ihren eigenen Waffenschlagen. Theodor Adorno, neomarxistische Frankfurter Schule, hat gesagt, das Schlimmste, was es gibt, ist die repressive Toleranz. Damit meinte er, dass nur noch das toleriert wird, was ich für richtig halte. Und in dem Stadium sind wir heute angekommen. Wir merken erstmals auch in Deutschland, wie schwer es ist, ein Kreuz zu tragen. In Berlin können sie das nicht mehr. Wenn sie auf dem Alexanderplatz Kreuz hier baumeln haben, kann sein, dass sie das Messer in den Rücken machen. An den Schulen wird es Lehrern verboten, das Zeichen des Kreuzes zu tragen. Damit fängt es jetzt an. Wir merken, was heute in Flüchtlingsheimen passiert, da muss keiner von außen angreifen. Im Inneren, wer sich für Jesus entscheidet, wir haben in Berlin ganze Erweckungen in der Gemeinde von Pastor Markus, 700, 800, die sich da taufen lassen. Die wissen genau, wenn wir da rausgehen nach der Taufe, dann stehen wir auf der Todesliste. Dann werden wir verfolgt, mitten in Deutschland. Und keiner kann uns garantieren, wann es uns treffen wird. Noch ist das alles harmlos. Ganz zu Gott gehört. Daniel hat alles aufs Spiel gesetzt. Offenes Fenster. Er hat gebetet, obwohl es durch das neue Gesetz verboten war. Natürlich sagen wir vielleicht hier auf dieser Konferenz, ja, wir wollen Jesus dienen. Die meisten sagen aber, Herr, wir wollen dir dienen, aber nur in beratender Funktion. Dienen heißt aber, unsere Altvorderen haben den Satz ja gesagt, den unteren Weg gehen. Das hieß eindeutig und klar, den Weg für Jesus zu gehen, und das ist ein Weg, der steinig ist. Nicht die Höhenwege, nicht die Sonnenwege. Selig sind die Leid tragen, sagt meine Bibel. Und nicht die irgendwo in den Sphären eines Wohlfühlchristentums schweben. Nach was halten wir Ausschau an unserem offenen Fenster? Wonach wir Ausschau halten, das finden wir auch. Und das wird uns prägen. Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Um was wir bitten? Um was bitten wir denn? Nur für uns? Nach was suchen wir denn? In Bethlehem können wir es sehen. Weihnachten liegt gerade hinter uns. Die Hirten haben an der richtigen Stelle gesucht. Die Weisen haben an der richtigen Stelle gesucht. Und sie haben gefunden.